Instagram ist darauf ausgelegt, Videos und Fotos von Smartphones auszuteilen. Jeder Nutzer hat eine eigene Profilseite, auf der die eigenen Posts chronologisch nach Datum angezeigt werden. Das Konto kann privat oder öffentlich sein. Je nach Einstellung muss ein Nutzer erst eine Anfrage stellen, um die privaten Posts einer Person ansehen zu können. In dem Newsfeed werden Posts anderer Nutzer, denen man folgt, dargestellt. Diese Bilder oder Videos können geliked, geteilt und kommentiert werden. Jeder Nutzer kann eigene Fotos und Instagram-Stories hochladen. Da Instagram ein Teil von Facebook ist, kann man sich die Funktion zunutze machen, beide Plattformen zu koppeln, sodass Beiträge direkt auf beiden Profilen veröffentlicht werden. Eine Instagram-Story ist ein Format, das Text, bearbeitete Fotos und Videos enthalten kann. Es wird separat angezeigt und verschwindet automatisch nach 24 Stunden aus dem Newsfeed der Abonnenten. Es gibt verschiedene Story-Arten. Man kann einfachen Text mit ausgewähltem Hintergrundbild erstellen. Mit Live kann man einen Livestream starten. Normal betitelt gewöhnliche Fotos oder Videos mit der Maximallänge von 15 Sekunden. Als Boomerang bezeichnet man Aufnahmen von 2 Sekunden, die mehrfach vor- und zurückgespult angezeigt werden. Mit Superzoom können Zoom- und Soundeffekte eingefügt werden. Fokus ist auf Fotos und Videos anwendbar und macht den Hintergrund unscharf. Rewinds sind Videos, die rückwärts abgespielt werden. Im Gegensatz zu Beiträgen sind Instagram-Stories kurzlebig und bieten sich vor allem für Momentaufnahmen an. Da sie automatisch verschwinden, eignen sie sich besonders für experimentelle Inhalte. Stories werden von ca. 70% der Nutzer mit Ton angesehen, während der Ton beim Scrollen durch den Feed meist unbeachtet bleibt. Oftmals findet man in den Stories kurze Ansprachen oder Geschichten, die erzählt werden. Durch den persönlichen Bezug kann das Engagement der bestehenden Community gesteigert werden. Beiträge hingegen werden im eigenen Profil hinterlegt. Sie repräsentieren das Unternehmen und sollten daher der Strategie folgen. Durch Beiträge im Feed kann die Reichweite erhöht werden. Für die Bearbeitung des Contents stellt Instagram selbst Tools zur Verfügung, sodass beispielsweise verschiedenste Filter verwendet werden können. Für eine höhere Auffindbarkeit der Posts werden Hashtags in die Bildunterschrift eingefügt. Diese sind auf 30 Stück pro Post beschränkt. Die Fotos und Bilder werden direkt aus der Bildergalerie des mobilen Endgeräts hochgeladen. In der Suchfunktion können Beiträge zu bestimmten Themen gefunden werden. Diese werden über die Hashtags gruppiert. Gleichzeitig können Umfragen hinzugefügt werden. Videos dürfen maximal eine Minute lang sein. Instagram TV hingegen ermöglicht Vollbildvideos mit einer Länge bis zu 60 Minuten. Für IGTV wird allerdings eine separate App benötigt. Die Timeline, die aus IG Stories und anderen Posts besteht, wird durch einen Algorithmus nach Relevanz sortiert. Darunter sind auch gesponserte Beiträge zu finden. Neben Privatprofilen bietet Instagram auch Business-Profile an. Unternehmen könnten kostenlos Profile erstellen, um ihren Content zu verbreiten. Dafür stellt Instagram Statistiken zur Verfügung, aus denen ableitbar ist, welche Posts und Videos bei wem gut ankommen. Instagram Shopping Tags sind Tags, die in Posts und Stories erscheinen und die gezeigten Produkte mit einem Link zum Onlineshop versehen. Pro Beitrag können 5 Stück verwendet werden. Diese Posts sind dann mit einer kleinen Einkaufstasche in der linken unteren Ecke markiert. Die Tags werden dann sichtbar, wenn der Nutzer das Foto antippt. Dennoch landet der Nutzer nicht sofort auf der Webseite. Zunächst wird er zu einer Produktseite geführt, die auf Instagram integriert ist und die mehr Informationen zum Produkt gibt. Erst nach dem Klicken des Shop Now-Buttons wird euer tatsächlicher Shop aufgerufen. Diese Funktion ist nur mit dem Instagram Business-Profil gültig, das mit dem Facebook Business Manager verbunden werden muss. Dort wird der Produktkatalog hochgeladen, der durch Instagram angezeigt wird.